Immer weiter steigende Preise für Strom und Gas. Die Energiekrise eskaliert weiter und aus meiner Sicht ist es jetzt Zeit, mal über Nord Stream 2 zu sprechen. Es kann mir keiner sagen, warum wir bei Russland geradezu jauchzen vor Freude, wenn durch Nord Stream 1 mehr Gas kommt, aber bei Nord Stream 2 wollen wir bitte kein Gas haben. All das ist natürlich in höchstem Maße Symbolpolitik. Man fürchtet, das Gesicht zu verlieren, um es mal asiatisch zu formulieren, gegenüber Putin, wenn man jetzt sagt, du, wir würden dann doch mal Nord Stream 2 genehmigen. Aber was wäre die Folge? Putin, wenn er denn Wort halten würde und sagen würde, ja, wenn Nord Stream 2 genehmigt würde, dann würde ich auch mehr liefern. Was wäre die Folge? Der Gaspreis würde sinken und damit würde die Wahrscheinlichkeit sinken, dass die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie vor einem Kollaps steht. Wir sprechen ja alle von den frierenden Menschen im Winter, aber die Gasspeicher sind schon sehr, sehr voll. Das werden wir wohl hinkriegen. Wer spricht von der deutschen Industrie, von der deutschen Wirtschaft, die mit diesen massiven Preissteigerungen konfrontiert ist und da drohen Millionen von Arbeitsplätzen verloren zu gehen. Aus meinem persönlichen Umfeld weiß ich, dass in energieintensiven Branchen schon viele Mitarbeiter kündigen inzwischen, weil die sagen, das hat doch hier keine Zukunft. Da ist teilweise die Produktion schon 30%, 40% runtergefahren worden. Die Mitarbeiter laufen weg, weil sie sagen, ist keine Zukunft, das wird sich hier nicht mehr irgendwie einrenken. Also das alles ist eine Riesengefahr für die deutsche Industrie. Man riskiert einen Exodus, eine Flucht gewissermaßen von vielen, vielen Firmen. Und mit diesen vielen, vielen Firmen würden auch viele, viele Arbeitsplätze weggehen. Das würde bedeuten, den Menschen wird es hier deutlich schlechter gehen. Wir sollten jetzt mal auch wieder mehr über die Firmen sprechen und nicht nur über die Heiztemperatur im Winter, denn wenn die Firmen weg sind, dann werden wir sowieso frieren, nämlich irgendwie auch geistig frieren, denn dann haben wir relativ wenig noch zu verlieren. Dann haben wir ein ganz anderes Thema hier in Deutschland, jenseits der Frage, ob wir jetzt im Winter auf 18 oder 19 Grad heizen sollten. Und die Preise sind so stark gestiegen, dass jetzt hier eben irgendwie alternativ mal gedacht werden muss, mal ein bisschen kreativ gedacht werden muss, auch mal spieltheoretisch gedacht werden muss. Wolfgang Kubicki sagt, ja, wir sollten Nord Stream 2 jetzt genehmigen, damit die Menschen nicht frieren müssen. Das ist aus meiner Sicht nur ein Aspekt. Wichtiger ist, dass wir jetzt insgesamt diese eskalierende Energiekrise, die ja nicht nur Folgen für uns hat, sondern auch für andere Länder, wie ich gleich zeigen will, und da massiven Schaden anrichtet durch unsere Gier nach Flüssiggas, dass das alles nicht wirklich gut und gesund ist. Jetzt kommen wir zunächst mal nochmal zu diesem spieltheoretischen Ansatz. Putin hätte gesagt, na, ich würde ja mehr Gas liefern, wenn Nord Stream 2 freigegeben wird. Das hat er zuletzt im Juni da im Iran gesagt, als er damals mit Xi Jinping und dem iranischen Staatschef zusammengetroffen ist. Und jetzt ist es so, dass Nord Stream 2 würde dann auch nicht voll liefern, wenn wir es denn genehmigen würden, sondern würde genau die Hälfte liefern. Russland hat offenkundig für eigene Zwecke hier schon einiges abgezwackt. Aber sei es drum, derzeit bekommen wir durch Nord Stream 1 nur 20% der früheren Menge. Das wären dann 50% der früheren Menge. Und wenn Nord Stream 1 weiterlaufen würde plus Nord Stream 2, dann wären wir so ziemlich alle Probleme los. Der Gaspreis würde deutlich sinken. Dadurch würde auch wahrscheinlich der Strompreis sinken. Dadurch würde die Energiekrise sich entschärfen, was dann wiederum die Inflation nicht weiter eskalieren lässt. Denn eines ist doch klar, diese Energiekrise, die frisst sich erst langsam durchs System. Steigende Energiepreise, das haben Untersuchungen gezeigt, brauchen bis zu 2 Jahre, um sich durchs System zu fressen gewissermaßen. Denn viele haben ja Verträge. Die werden jetzt gekündigt oder die Verträge laufen irgendwann aus. Dann sind plötzlich erst neue Preise dann verhandelt. Dann kann ich erst die Preise anheben. Ich kann als Unternehmen zum Beispiel nicht in jeder Situation sofort die Preise anheben, weil meine eigenen Kosten gestiegen sind, sondern das kann ich machen, wenn bestimmte Laufzeiten erfüllt sind. Also das dauert, bis sich das durch das System frisst. Und diese Inflation, die schadet nicht nur eben den Konsumenten, sondern auch den Produzenten, damit der Wirtschaft insgesamt. Die Inflation bleibt hoch, gleichzeitig gleitet die Wirtschaft wahrscheinlich an eine Rezession, also eine Stagflation vom Allerfeinsten. Und das, weil wir an einer Symbolpolitik festhalten, dass wir sagen, durch diese Pipeline nehmen wir Gas, durch die andere nehmen wir kein Gas. Das kann man mir eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar erklären. Das ist der TTF, das ist der maßgebliche Dutch Gas-Future-Kontrakt, den Sie hier sehen, jetzt auf einem neuen Allzeithoch gestern geschlossen.
Wir hatten ja diesen Spike zu Beginn des Ukraine-Kriegs, darum ging das aber relativ zackig wieder runter und alles schien wieder gut, aber seit Juni, Mitte Juni steigt das massiv an von etwa 85 auf jetzt 240. Die Folge sehen wir hier. Heute Morgen sind die Erzeugerpreise aus Deutschland, also die Kosten für die Unternehmen, wenn man so will, mit dem höchsten Anstieg seit 1949 verkündet worden. Und zwar mit einem Anstieg zum Vormonat plus 5,3%. Da war eigentlich nur ein Anstieg von plus 0,6% erwartet. Zum Vorjahresmonat 37,2%. Prognose war 32,0%. Also die Industrie. Die Firmen haben 37% gestiegene Kosten, wir haben aber nur eine Verbraucherpreisinflation von 8,6%. Also, da ist eine kleine Differenz, das geht auf die Marge. Jetzt haben natürlich die deutschen Unternehmen teilweise gute Zahlen präsentiert, erhöhen die Preise oder verkaufen nur noch bestimmte Segmente, die besonders margenstark sind, aber all das ist nicht gesund, all das können viele Betriebe auf Dauer nicht durchstehen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um, pragmatisch oder ideologisch? Derzeit, glaube ich, geht es viel um Ideologie und Symbolpolitik. Putin ist böse, also müssen wir unsere Strategie fahren, die letztendlich ja uns auch selber ziemlich deutlich schadet. Wir würden Putin am meisten schaden eigentlich, wenn der Gaspreis richtig nach unten kommt und er weniger Geld damit verdient. Wer profitiert denn von dieser ganzen Geschichte? Naja, diejenigen, die uns LNG verkaufen, zum Beispiel US-Unternehmen, die streichen pro Flüssiggasschiff Gewinne von bis zu 150 Millionen Dollar ein. Ein einziges Schiff. Warum? Weil wir Deutschen vor allem jeden Preis bezahlen, der hier aufgerufen wird. Die Folge, die Amerikaner sagen sich, früher gab es das Stupid German Money, als hier deutsche Landesbanken vor allem in strukturierte Produkte des US-Immobilienmarktes investiert hatten. Jetzt haben wir German Dump Money wieder mit Energie. Also man hat das Gefühl, wir kaufen alles und zwar zu jedem Preis. Deswegen haben jetzt US-Unternehmen Europa als wichtigsten Markt entdeckt. 60% aller Lieferungen gehen nach Europa. Vor einem Jahr waren es nur 19%. Also die Amerikaner sind nicht doof, da machen sich manche richtig die Taschen voll. Putin macht sich die Taschen voll. Wer zahlt es? Wir zahlen es. Der Staat zahlt es. Der Staat gibt letztendlich die Kosten weiter an die Konsumenten, macht dann so ein bisschen Kosmetik wie gestern. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, aber auch andernorts ist die Lage dramatisch. Wenn wir uns mal hier anschauen, Pakistan, da gibt es jetzt massive Proteste wegen den Energiekosten, die so massiv gestiegen sind. Panama gibt es Proteste, in Argentinien gibt es Proteste und jetzt haben wir hier jahrelang Entwicklungshilfe betrieben. Aber jetzt, wenn es darauf ankommt, dann lassen wir diese Länder komplett im Stich, denn die sind oft angewiesen auf Flüssiggasimporte, haben keine Gaspipelines. Jetzt kaufen wir alles zu jedem Preis. Das heißt, die ärmeren Länder haben keine Chance gegen unsere Kaufkraft, kriegen kein Gas, kriegen eben diese Energie nicht mehr her. Das führt zu massiven Unruhen so langsam und das ist die Folge unserer Politik. Das muss einem mal klar sein und das möchte ich gerne bitte auch mal in der Tagesschau präsentiert bekommen, welche Folgen unser Handeln hat, während wir gleichzeitig ja die absoluten Gutmenschen sind. Sorgen wir dafür, dass die anderen wieder ins Elend fallen, denen wir vorher mit Entwicklungshilfe versucht haben zu helfen. Auch das macht nicht so wirklich Sinn. Jetzt schauen wir uns hier mal diese Preise an für Elektrizität. Es ist einfach nicht mehr lange durchzuhalten, gerade in energieintensiven Branchen. Und da sind ja so Produkte aus der Chemie etc., die sehr energieintensiv sind, die Elektrizität brauchen, die so zentral sind, von Pharma, Medikamente bis Dinge des täglichen Bedarfs. Und jetzt kommt noch dazu, dass Länder ja etwa wie Italien und Frankreich die Energiepreise viel stärker deckeln, als wir das tun. Faktisch geht das natürlich wieder auf Kosten der steigenden Staatsschulden. Und diese steigenden Staatsschulden, die Italien und Frankreich durch diese Deckelung der Energiepreise letztendlich weiter anhäufen, die garantieren wir ja letztendlich wieder über die EZB. Die EZB wiederum kauft dann italienische Anleihen und verkauft deutsche Anleihen. Also so richtig sinnvoll ist dieses Wechselspiel nicht. Letztendlich geht das dann auch mit auf unsere Kosten, wenn die letztendlich die Energiepreise deckeln und damit faktisch subventionieren, während bei uns jetzt eben Stück für Stück Entlastungspakete kommen. Lindner plant jetzt das dritte Entlastungspaket. Also es ist
ein Casino, wie man sagen würde auf Italienisch, ein Casino, wie auch immer. Schauen wir mal in die Türkei. Da hat gestern ja die türkische Zentralbank den Leitzins gesenkt. Das macht Sinn bei einer Inflation von nur 80%. Das wäre eine Blaupause, meine Damen und Herren, für unsere glorreiche EZB. Gell, wenn wir dann bei 80% sind, dann werden wir uns irgendwann auch mal über Zinssenkungen wieder freuen, nämlich von 0 auf minus 2% wahrscheinlich dann, ja, also hier von der türkischen Zentralbank lernen heißt siegen lernen, gell, von Erdogan lernen in Sachen Inflation heißt natürlich auch siegen lernen. Und wenn wir jetzt diesen geopolitischen Kontext uns mal anschauen, Xi Jinping und Wladimir Putin wollen am G20-Treffen teilnehmen, also wir wollen sein Gas Nord Stream 2 nicht haben, sein Gas Nord Stream 1 nehmen wir gern, bettelt drum, und einladen tun wir ihn auch letztendlich aufs G20-Treffen. Das ist auch ein bisschen schräg. Jetzt ist die Frage, wie geht es mit dem Iran weiter? Steht dieser Deal jetzt bevor? Die Amerikaner wollen heute wahrscheinlich eine Antwort geben auf diese Vereinbarungen, die wohl offenkundig schon getroffen wurden zwischen Europa und Iran. Und JP Morgan tradet ja wieder, wie Sie vielleicht gehört haben, russische Bonds. Also, wir sind jetzt nicht mehr ganz so konsequent in mancher Hinsicht. Jetzt vielleicht sehen wir einen Wetterwechsel, vielleicht einen Klimawandel an den Märkten. Wir hatten diese massive Rallye gesehen, aber es gibt manche Punkte, die jetzt immer auffälliger werden. Heute ja der kleine Verfall in den USA, wichtig, aber wichtig auch, wir sehen, dass der Dollar immer stärker zulegt, Euro-Dollar ganz schwach unter der 1,01 wieder, spricht kaum einer drüber. Wir sehen, dass die Chinesen ihren Yuan abwerten weiter im Fixing, und wir sehen, dass der Dollar hier offenkundig jetzt an einer wichtigen Ausbruchsmarke wieder ist. Und hier sehen wir also, dass vor allem China hier eine gewisse Rolle spielt. Man will offenkundig den Yuan weiter abwerten in Relation zum Dollar. All das führt uns dann zur Ursache der Dollarstärke, natürlich Zinsen. Die Zinsen in den USA sind gestiegen, die Chinesen senken die Zinsen. Die Europäische Notenbank wird auch einmal irgendwann was machen müssen. Jetzt hat der Ballard gestern gesagt, wir unterstützen einen 75 Basispunkte Sprung oder Anstieg. Zu früh zu sagen, die Inflation hätte gesiegt, und wie gesagt, Energiepreise dauern, bis sie sich durchs System rocken. Esther George hat gestern gesagt, CPI encouraging, but too soon for Victory Lap. Also auch hier Warnung, ein bisschen zu früh vielleicht. Kashkari hat gesagt, ich sehe jetzt keine Rezession, aber wenn wir weiter die Zinsen anheben, dann wird eine Rezession natürlich auch wahrscheinlicher. Also ganz dumm sind die Herrschaften nicht. Jetzt wurde heute bekannt, dass Jerome Powell nächsten Freitag am 26. dann in Jackson Hole sprechen wird auf dieser Konferenz. Ich hatte mir vorgestern und gestern den Zeitplan angeschaut, eben bei der Kansas Fed über dieses Symposium. Da war am Freitag Jerome Powell nicht aufgeschienen als Redner. Habe mir schon gedacht, ja, redet der dann Samstag, wenn die Märkte zu sind? Das wäre natürlich ungünstig. Aber jetzt hat man es offenkundig doch reingemixt, sodass er dann jetzt nächsten Freitag sprechen wird. Und die Märkte warten jetzt nach diesem etwas konfusen FOMC-Protokoll auf das, was Paul uns sagen wird. Wenn wir uns mal erinnern, was Paul Volcker gesagt hat, der einst die Inflation ja nochmal besiegen konnte, der hat gesagt, es gab so viele Versuche mit der Inflation umzugehen in den 1970er Jahren. Viele haben gesagt, bitte straff die Geldpolitik nicht zu stark, denn dann wirst du Arbeitslosigkeit bekommen. So ist es dann ja auch gewesen. Und dann haben wir lange nichts gemacht. Arthur Burns war ja da in den 70ern der Notenbankchef vor Volcker. Und was ist passiert? Wir hatten mehr Inflation und mehr Arbeitslosigkeit. Und genau das ist das, was die Fed vielleicht verstanden hat. Wenn du gegen die Inflation nicht vorgehst, dann wirst du so oder so Probleme bekommen. Also geht man lieber gegen die Inflation vor und muss wahrscheinlich letztendlich eine Rezession in Kauf nehmen, um die Inflation nach unten zu bringen. Jetzt hat die Fed oder die Wall Street denkt sich, ja, die Fed, die blufft, die wird schon bald die Zinsen wieder senken. Aber die Fed hat jetzt natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, nachdem man viel zu lange gewartet hat. Und jetzt muss man eben zeigen, was man wirklich macht. Wir sehen, dass jetzt die Bilanzsumme ein bisschen wieder geschrumpft ist. Habe ich mir extra nochmal angeschaut. Nochmal um 30 Milliarden jetzt runtergegangen zur Vorwoche. Also ein bisschen was passiert. Aber auf jeden Fall bringt das die Fed unter Druck, wenn die Märkte sagen, ihr blufft doch. Und das könnte auch für die Märkte Probleme bereiten. Die Märkte, die gestern dünnst volumig unterwegs waren, wir hatten das geringste
geringste Handelsvolumen des bisherigen Jahres. Also da sagen sich Fuchs und Hase teilweise gute Nacht, aber interessante Entwicklungen sind passiert. Die Seller-to-Shift-Ratio, also das ist praktisch das Verhältnis von Bitcoin zu Gold. Da scheinen wir jetzt eine Umkehr zu haben. Das deutet auf eine Risikoaversion an den Märkten hin. Wir sehen Bitcoin heute Morgen auch wieder deutlich unter Druck. Also es könnte sich hier ein Klimawandel jetzt wieder andeuten für die nächsten oder ein Wetterwechsel für die nächsten Tage und Wochen möglicherweise. Heute ja der kleine Verfall. 4300 ist die magnetische Marke. Wir haben jetzt relativ viel Gamma-Exposure auf der Long-Seite. Das heißt, Market Maker können dann mit dem Verfall ihre Absicherungen, die auf der Long-Seite jetzt positioniert sind, auflösen, würden also als Verkäufer auftreten. Könnte bedeuten, dass wir da dann eine bestimmte Schwäche sehen. Hier sehen wir den S&P 500 im Stundenchart. Hier die 50-Tages-Linie, die könnte wichtig sein, nachdem wir ja die 200-Tages-Linie kürzlich getestet haben. Die liegt dann auch ziemlich genau auf der Trendlinie, also unteren Trendkanalbegrenzung. Das wird also eine spannende Geschichte. Bed Bath & Beyond, diese Aktie, die nach oben getrieben wurde, jetzt mal eben 44% im Minus gestern nachbörslich, 10 Dollar nur noch. Da hat ja ein 20-jähriger Student mal eben dreistellige Millionensummen verdient, indem er diese Aktie massiv gehandelt hat, über 6% Eigentümer war. Jetzt hat dann der CFO gestern 55.000 Aktien verkauft, mal eben, und jetzt hat man einen Restructuring Advisor praktisch engagiert, was darauf hindeutet, dass man offenkundig riesige Probleme hat, vielleicht sogar in die Insolvenz schlittert. Da macht natürlich dieser Anstieg einer solchen Aktie massiv Sinn. Also wir sehen, da haben wieder wahrscheinlich viele total viel Geld verloren, indem sie zu spät eingestiegen sind, beziehungsweise gedacht haben, das geht immer weiter und plumps, dann haut es die Aktie runter. Übrigens auch AMC, GameStop gestern gefallen, also irgendwann ist dann Ende im Gelände. Schauen wir mal, wie es beim S&P 500 weitergeht. Der S&P 500 korrigiert. Sind die Bären wirklich schon zurück? Da gibt es auch bullische Argumente, meine Damen und Herren. Ich mache gerne bullische Argumente. In diesem Artikel, mit dem ein Video enthalten ist, möchte ich sehr empfehlen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, schauen Sie sich mal die Energiepreise an, was da genau wie gestiegen ist. Denn da steckt unsere Zukunft drin. Die Energieerzeugerpreise sind so eine Art Pipeline-Inflation. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.